Guten Abend zur Phoenix-Runde. Alle Fragen von Leben und Tod wecken Ängste in uns. Das eigene Ende, für viele ein Tabu, zu weit weg. Die abgeklärten Philosophen sagen uns, das Sterben gehört zum Leben, nicht zum Tod. Wenn dem so ist, dann haben wir eine Verantwortung für das Wann, Warum und Wie. Selbstbestimmt bis zum Schluss, Sterbehilfe in Deutschland, das ist heute unser Thema und das sind meine Gäste. Michael Lesch, der Schauspieler, unterstützt die Sterbehilfe-Kampagne Mein Ende gehört mir. Herzlich willkommen Ihnen. Prälat Karl Jüsten von der Deutschen Bischofskonferenz lehnt dagegen aktive Sterbehilfe ohne jede Einschränkung ab. Professor Erik Hilgendorf, der Jurist und Rechtsphilosoph, sieht keinen Bedarf für eine Neuregelung. Allerdings gibt es da Nuancen, verweist aber auch auf Grauzonen. Welche das sind, können wir später in der Sendung noch etwas genauer erörtern. Willkommen auch Ihnen. Und natürlich Kerstin Kurzke, die Leiterin des Malteser Hospiz- und Palliativberatungsdienstes hier in Berlin, fordert statt aktiver Sterbehilfe mehr Unterstützung für schwerkranke Menschen, also für die Menschen, mit denen sie sich tagtäglich umgibt. Und davon wollen wir auch gleich mehr erfahren. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Lesch, beginnen wir bei Ihnen. Sie haben in einer erfolgreichen Fernsehserie vor Jahren einen Arzt dargestellt und wurden dann selbst Patient auf Leben und Tod. Was hat das bei Ihnen verändert, diese Erfahrung? Also ich würde sagen, dass natürlich in dem Moment, wo man zum ersten Mal mit einem wirklich existenziellen Bedrohung, und das heißt dem Tod, konfrontiert wird, ist dieses irreale Moment vorbei, weil wir alle neigen ja dazu als Menschen, den Tod weit von uns zu schieben. Erst recht, wenn man noch ein junger Mensch ist, in Saft und Kraft steht, dann hat man alle möglichen Gedanken, aber nicht den Tod. Und wenn man dann auf dem Höhepunkt seines Lebens, quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere, damit konfrontiert wird, dass der Tod sozusagen einem im Körper sitzt, dann gewinnt man, glaube ich, eine andere Sichtweise auf dieses doch so ferne, das plötzlich ganz nah, das in einem steckt, dass die Zellen tödlich sein können. Und dann fängt man sicherlich an, sich mit dem abstrakten Begriff des Todes anders zu beschäftigen, als das noch zu dem Zeitpunkt war, wo man daran gar nicht gedacht hat. Ja. Sie haben gesagt, der Tod saß im Körper. Sie haben es zum Teil in einem Buch, aber auch in Interviews etwas genauer noch beschrieben. Es war ganz konkret Krebs. Und es fing ganz harmlos an mit einer Grippe, als dann diese Diagnose kam, die ja auch nicht sofort kam. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich muss dazu sagen, dass die Diagnose Morbus Hodgkin Lymphknotenkrebs für mich nichts Unbekanntes war, weil ich hatte kurz vorher die Autobiografie eines erfolgreichen Golfers gelesen, der genau dieselbe Diagnose bekam. Und ich wusste genau zu dem Zeitpunkt, als man mir das schilderte, dass ich daran erkrankt sei, was mich erwarten würde. Chemotherapien, Bestrahlungen. Wie meine Überlebenschance war, stellte sich dann nach mehreren Untersuchungen heraus. Und ich hatte damals eine relativ gute Prognose. Und deshalb habe ich mich entschlossen zu kämpfen und all dieses über mich ergehen zu lassen. Aber was nicht eingeplant waren natürlich die Komplikationen, die mich dann eben wirklich bis fast an den Rande des Todes geführt haben. Durch die Überdosierung der Chemotherapie, durch Darmverschlüsse. Ich musste mit einem künstlichen Darmausgang 6 Monate leben, 7 Monate leben. Was meinen Körper so geschwächt hat, dass die kleinste Infektion mich hätte töten können. Nachdem das alles, Sie gelten heute als geheilt, wenn ich das richtig in der Vorbereitung wahrgenommen habe, nachdem alles jetzt vorbei ist, engagieren Sie sich heute für die Kampagne Mein Ende gehört mir. Warum Ihr aktives Eintreten für aktive Sterbehilfe? Also zunächst einmal finde ich, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das steht auch, glaube ich, schwarz auf weiß in einer Verfassung geschrieben. Und ich finde, dass es jedem einzelnen Menschen überlassen sein muss, weil es sein Leben ist, aber auch sein Tod, dass er dort, wo er definitiv weiß, dass er elendiglich krepieren wird, dass er
Schmerzen erleidet, wo selbst die stärksten Schmerzmittel nicht mehr helfen können. Er in Entscheidung mit sich, seiner Frau, seinen Angehörigen, seines Lebenspartners, was auch immer, er den Entschluss fassen darf, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um diesen Leidensweg zu verkürzen, für sich selber, aber auch für seine Angehörigen. Das ist seine persönliche Entscheidung und das ist die Freiheit des Menschen, meiner Ansicht nach, dies entscheiden zu dürfen. Und deshalb bin ich ein Befürworter der, wenn man so will, passiven Sterbehilfe, so wie sie auch, und das wird Herr Professor ja später auch sicherlich noch mal ausführlich schildern, sie im Moment in der Bundesrepublik Deutschland gestattet ist. Und von daher denke ich, dass man den Ärzten, glaube ich, sehr Unrecht tun würde, wenn man nun versuchen würde, sie strafrechtlich für etwas zu belangen, was für diese Menschen, für diese Ärzte, die dieses Leid ja miterleben und die sich verantwortungsvoll dieser Aufgabe widmen und Verständnis für den Patienten entwickeln und ihm vielleicht auch sagen, ich weiß, was du meinst, denn du hast es ja am eigenen Leibe erlebt, wie dieser Schmerz dich zerstören kann, dass es diesen Ärzten weiterhin gestattet werden soll, dem Patienten ein friedvolles Abschied nehmen zu geben und dass er nicht gezwungen ist. Und jetzt kommen wir auf einen, glaube ich, sehr aktuellen Fall. Und das ist etwas ganz Furchtbares, wenn ein Mensch zu einem Revolver greifen muss oder sich vor einen Zug schmeißt. Das sind Dinge, wo ich sage, das ist so furchtbar und so grauenhaft, dass ich einfach finde, dass dieser Zustand, wie er jetzt in diesem Land möglich ist, erhalten bleiben sollte. Ich nehme an, Sie haben gerade abgehoben auf den Freitod des ehemaligen Medienmanagers und ehemaligen MDR-Intendanten Professor Udo Reiter, der am Donnerstag vor einer Woche von uns gegangen ist. Lassen Sie mich dazu nur noch eines sagen. Ein Mensch, der so verzweifelt ist und der sich zu einem solchen Schritt entschließt, nun stellen Sie sich mal vor, dieser Schuss wäre nicht tödlich gewesen. Und er wäre dann ein Wachkoma-Patient oder sonst irgendwas gewesen, was nicht seiner Intention entsprach. Sie wissen, was ich meine. Um wie viel mehr und schrecklicher wäre die Situation für ihn gewesen und für das ganze Umfeld. Sie wissen, was ich meine. So. Und ich sage das deshalb, weil ein Arzt einmal in einer ähnlichen Diskussion zu mir sagte, dann nehmen Sie sich doch einen Revolver oder schmeißen Sie sich vor den Zug. Ich meine, wissen Sie, es ist auch, Ärzte sind auch nur Menschen und haben sicherlich auch unterschiedliche Auffassungen. Und das ist ja auch richtig so, dass es Ärzte gibt, die sagen, ich gehe diesen Weg, oder es gibt Ärzte, die sagen, ich begleite und helfe dem Menschen. Unterschiedliche Auffassungen, Herr Lesch, ist jetzt mein Stichwort. Herr Jüsten hat Ihnen, Prälat Jüsten hat Ihnen aufmerksam zugehört. Wenn Sie das Schicksal von Herrn Lesch betrachten und seine Argumentation, wie weit können Sie folgen? Also ich kann Herrn Lesch in vielen Dingen folgen. Also zunächst einmal ist es natürlich in der Tat ganz furchtbar, der Freitod von Professor Reiter, wie ich persönlich jeden Freitod eines jeden Menschen furchtbar finde, gerade auch wenn man mit Angehörigen spricht, die selbst einen Menschen verloren haben, der Selbstmord begangen hat, dann geht einem das schon sehr nach. Und von daher bin ich da ganz bei Ihnen in der Betroffenheit. Und ich bin auch nicht dafür, dass wir menschliches Leben, das sich dem Ende entgegenneigt, künstlich verlängern. Das ist ja auch nach der jetzigen Rechtsordnung gar nicht mehr notwendig. Sie sprachen von der passiven Sterbehilfe. Da bin ich auch bei Ihnen. Das ist also gar nicht, glaube ich, das Problem der geltenden Rechtslage. Die Frage ist, in dem Augenblick, wo ein anderer einen anderen Menschen tötet, da geht die Sache natürlich um in eine aktive Sterbehilfe. Und da bin ich dann dagegen. Und dagegen bin ich ja auch. Aber darf ich Ihnen vielleicht noch ein Beispiel aus meinem Leben geben? Denn meine Mutter ist vor 3 Jahren verstorben. Und meine Mutter hatte eine Patientenverfügung erlassen, dass sie jegliche lebenserhaltenden Maßnahmen etc. ablehnte. Ich habe diese Patientenverfügung der dortigen Ärztin, sie hatte einen Unterleibstumor, der so schwer war, inoperabel, meine Mutter war 92. Ich habe diese Ärztin nur um eines gebeten,
erfüllen Sie diese Patientenverfügung und vor allen Dingen lassen Sie meine Mutter nicht leiden. Geben Sie ihr genügend, und wir werden sicherlich da noch zu kommen. Geben Sie ihr bitte genügend Morphium. Und da bin ich auch ganz nah bei Ihnen. Aber wissen Sie, was passiert ist? Diese Ärztin hat meine Mutter 14 Tage mit einem kleinen Pflästerchen zu Tode sich bringen lassen. Ich habe das nicht an die große Glocke gehängt. Wissen Sie, ich bin ein ganz normaler Mensch. Also da fühle ich ja direkt geradezu mit für Ihre Mutter und für Sie auch. Weil wissen das Sie, ist das war ein zweites Mal, wo der Tod mir in meiner nächsten Nähe entgegengekommen ist. Und wenn ich dann sehe, dass Ärzte sich so verhalten, trotz Patientenverfügungen und ähnlichen Sachen, dann muss ich sagen, letztendlich bei diesem Thema, es wird immer Ärzte geben, die aufgrund ihres hippokratischen Eides diesen Weg beschreiten und Menschen auch notfalls leiden lassen. Und weil sie sich nicht dazu durchringen können, einen Menschen würdevoll sterben zu lassen. Oder es gibt Ärzte, die ihrem Gewissen verpflichtet sind und die sagen, ja, unser hippokratischer Eid bedeutet aber auch manchmal, Menschen in den Tod begleiten zu dürfen, ohne Repressalien. Ja. Und dieses ich bin ja schon still. Dieses Begleiten, nein, so habe ich das überhaupt nicht gemeint, weil das war eine sehr wichtige Anregung, die Sie jetzt noch aufgebracht haben, begleiten in den Tod. Ich schaue Frau Kurzke an. Das ist etwas, wo Sie von uns allen hier in dieser Runde die allermeiste Erfahrung haben. Seit 15 Jahren, Sie haben Sozialpädagogik studiert und Ihr Impuls ist es, glaube ich, gewesen, in der Familie, die Großmutter, diesen Weg auch zu gehen, Menschen zu begleiten. Wie ist das, wenn man im Grunde genommen bis zu der letzten Tür mitgeht und aber am Ende doch spürt, dass man die absolute Hilfe nicht mehr leisten kann? Die Frage ist, was Sie mit absoluter Hilfe meinen. Also in den 15 Jahren, die ich jetzt in der Hospizarbeit bin, habe ich viele hunderte Menschen begleitet. Und als Leiterin des Dienstes bekomme ich ja mit, was die Kollegen auch an Begleitungen machen. Und ich erlebe immer wieder Ängste, die Sie auch geschildert haben. Angst vor Schmerzen, Angst vor Luftnot, Angst vor Übelkeit, Angst, anderen zur Last zu fallen, Angst, abhängig zu sein, unwürdig gepflegt zu werden. Also es gibt ja berechtigte Ängste auch durch Darstellungen, wo man erlebt hat, dass es wirklich schrecklich gelaufen ist. Und die Hospiz- und Palliativarbeit versucht da auch wirklich genau bei den Leuten zu sein und zu horchen, was sind denn die konkreten Wünsche? Also Ängste lähmen. Und Wünsche machen uns sozusagen auch zu Handelnden. Und da kommen dann halt die Wünsche wirklich schmerzgelindert, schmerzfrei, die Luftnot, dass die gemindert und genommen wird und dass die Angehörigen entlastet werden, dass die Versorgung, dass die Pflege würdevoll ist. Und was Sie jetzt geschildert haben, das erlebe ich auch immer wieder. Und da kämpfen wir dafür, dass das nicht ist. Weil wenn Menschen gegen den Wunsch am Leben gehalten werden, dann ist das Körperverletzung. Und da kämpfen wir auch gegen, weil das ist wirklich würdelos. Und ich denke, Sie leisten da großartige Arbeit. Wenn und ich das muss viel bekannter gemacht werden und ausgebaut werden. Natürlich. Für die Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden, da bin ich völlig bei Ihnen und völlig d'accord, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Religion oder was auch immer sich nicht dazu durchringen können, die sagen, nein, aber der liebe Gott ist dagegen. Dass ich aber so einen Schritt tue. Ich glaube, da ist ein Missverständnis. Hm. Da ist also im Hospizbereich gibt es ganz, ganz viele Anbieter. Da gibt es die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, aber auch die Volkssolidarität und ganz viele nicht-christliche Vereine. Ja. Und alle arbeiten im Deutschen Hospiz- und Palliativverband wirklich miteinander und fachlich. Und da ist es für alle ein Gebot der Mitmenschlichkeit, dass Menschen nicht gegen ihren Willen am Leben gehalten werden. Und dass es eine optimale Schmerzmedikamente gibt. Und dass es wirklich in dem Sinne ist, Leiden zu lindern. Und das ist nicht nur medizinisch wichtig, sondern
sondern das ist auch psychosozial wichtig, dass die Familie nicht alleine gelassen wird, dass es da Beratung gibt, dass es Unterstützung gibt, dass ja, wirklich eine Entlastung auch der Angehörigen, die sind genauso betroffen. Das ist ja ein großer Schmerz auch für die Angehörigen und dass sie sich da nicht allein gelassen fühlen. Und da gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten, was gesetzlich geregelt ist, was gefördert wird, aber es ist alles am Anfang. Man muss ganz viel noch Aufbauarbeit leisten. Im Medizinstudium haben jetzt die Studenten von heute Palliativmedizin als Pflichtfach. Sie können sich ausrechnen, wie viele Ärzte noch keine Erfahrung haben mit Palliativmedizin. Ja, eine junge Disziplin und es gibt ja auch Organisationen, die sprechen von einem Masterplan, den wir eigentlich brauchen in Deutschland, um da auszubauen. Vielleicht sogar eine entsprechende Pflegestufe, die das dann abdecken kann, wobei das auf jeden Fall einen Milliardenbetrag bedeuten würde. Aber da sind wir fast schon wieder in der Politik. Ich möchte aber gerne auch Professor Hilgendorf. Das ist in der Tat eine kirchliche Forderung, was Sie gerade sagen. Ja. Professor Hilgendorf, Sie als der Jurist unter uns, weil jetzt der Begriff des Totschlags schon viel und wir quasi in den juristischen Begriffen dann sind. Wir haben gesagt, dass Sie eine dezidierte Auffassung haben, dass wir nicht zwingend eine Neuregelung von Sterbehilfe in Deutschland brauchen. Wo befinden sich denn diese Grauzonen, die Sie auch angesprochen haben? Ja, stimmt. Also ich bin der Meinung, wir brauchen nicht zwingend eine Neuregelung. Wir brauchen aber eine Klarstellung der Begriffe. Mhm. Also es geht hier erstmal nicht um aktive Sterbehilfe im Sinn von direkter aktiver Sterbehilfe. Das hieße also ein... Nicht das Modell Schweiz. Das Modell Niederlande, Belgien. Ja. Also es geht nicht darum, dass Ärzte die Erlaubnis erhalten, ihre Patienten kontrolliert zu töten, ja, auch auf deren Wunsch hin. Das ist in Deutschland strafbar, das soll auch so bleiben. Um was es derzeit geht, ist die Frage einer Assistenz beim freiverantwortlichen Suizid. Also ein Patient, der sich seinem Ende nähert, soll die Möglichkeit haben, beziehungsweise er hat die Möglichkeit, sich beim Tod helfen zu lassen. Wenn jemand nicht so brutal sterben möchte, wie jetzt Herr Reiter, wie die vielen, die sich vor die Züge werfen, dann soll es einem Arzt möglich sein, ihm beizustehen. Etwa durch Rat, indem er eben sagt, das und das Medikament wirkt bei Ihnen so und so. Oder durch psychische Unterstützung, durch eine Bestärkung, durch das Nehmen von Angst. Oder im Extremfall auch durch das Geben von Medikamenten. Mhm. Und bisher dürfen Ärzte das. Das ist strafrechtlich nicht verboten. Im Zivilrecht steht dazu gar nichts. In der ärztlichen Standesrecht ist es umstritten. Ja, das ist teilweise so geregelt. Und der neue Vorstoß des Ministers zielt wohl darauf ab, ein strafrechtliches Verbot für Ärzte zu etablieren, in dem die Beihilfe zum Suizid oder die Beihilfe zur Selbsttötung unter Strafe gestellt wird. Und das halte ich für sehr gefährlich. Übrigens, wie fast alle Strafrechtsprofessoren in Deutschland. Ich kenne überhaupt keinen Kollegen, der der Meinung ist, so eine Regelung würde Sinn machen. Ich kenne aber auch keinen Minister, der das fordert. Es ist möglicherweise so. Das ist ja alles noch im Graubereich. Das ist noch in der Grauzone. Das ist mein Eindruck, dass Herr Gröhe da ein bisschen brutalistisch interpretiert wurde. Also so unverfroren kann das nicht gemeint haben. Jedes Verbot von Sterbehilfe, passive Sterbehilfe ist seit langem zulässig. Indirekte Sterbehilfe ist seit langem zulässig. Aber das zu verbieten, ich glaube nicht, dass er das will. Also es geht. Ich glaube, zu verklagen muss ich erst mal gesagt, dass der Freitod selber ja nicht unter Strafe steht. Genau, der Freitod. In dem, was er eigentlich das sagen möchte, was er wirklich sagen möchte. Er müsste es klarer sagen. Er sollte es vielleicht mal so ausdrücken, dass es jeder normale Mensch versteht, was er eigentlich will. Ja. Ja. Wenn ich das mal sagen darf, zur Klarstellung, also Suizid ist nicht nur erlaubt, ist sogar ein Recht. Man darf sich töten, Freitod ist legal und man darf bisher auch einem anderen dabei helfen. Und zwar jeder darf helfen. Jeder heißt dann eben auch der Arzt. Und jetzt wird diskutiert, das einzuschränken, entweder pauschal für alle, das ist der Entwurf von Borasio, der pauschal die Beihilfe zum Suizid unter Strafe stellen will und dann für Ärzte Ausnahme macht. Oder es gibt andere Vorstellungen, die sagen, nur die Ärzte sind sozusagen in der Pflicht, diese Beihilfe nicht durchzuführen. Also vieles ist dann noch unklar, viele Vorschläge sind ja noch gar nicht auf dem Tisch. Richtig. Aber insgesamt hat man als Jurist doch den Eindruck, dass hier schon begrifflich sehr viel durcheinander geht. Das ist in der Tat natürlich auch eine höchst sensible Situation, die wir jetzt haben, wo auch in der Politik wir auch
Bewegung spüren, weil die Politik auch angesprochen wurde, kann man auf jeden Fall sagen, der Deutsche Bundestag wird sich zum 13. November, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, darüber das erste Mal in so einer Art Findungssitzung, einer Orientierungsdebatte damit befassen. Aber man rechnet damit, dass ein wirklicher Gesetzentwurf dann erst in etwa einem Jahr abgestimmt wird. Bis dahin ist auf jeden Fall sehr viel Zeit für den Austausch, den sachlichen Austausch von Argumenten. Weil wir das jetzt gerade noch mal angesprochen haben, die Frage, wo wir in die Feinheiten gehen, die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche tut sich in gewisser Weise schwer mit den Begrifflichkeiten, je nachdem, wie tief wir reingehen. Sie hatten kürzlich die Herbstkonferenz, die Bischofskonferenz in Fulda. Da wurde zum Abschluss auf einen neuen Begriff verwiesen, den ich sehr interessant fand. Vielleicht können Sie das für uns ein bisschen offenbaren, was sich dahinter verbirgt. Eine neue Kultur des Sterbens, davon war die Rede. Ist das etwas, wovon wir alle dann mit profitieren können? Das auf jeden Fall. Zunächst mal freue ich mich, dass wir mit der evangelischen Kirche da wirklich ganz dicht beieinander stehen, dass wir da uns jetzt auch jüngst noch mal miteinander verständigt haben, dass wir bei dem Thema, was ja ein Lebensthema ist, und das ist ja gut, wenn die Christenheit bei diesem wichtigen Lebensthema ganz dicht beieinander steht und viele andere Glaubensgemeinschaften, übrigens auch die jüdische Gemeinde sieht es auch so und die muslimische Welt, von dem, was ich so mitbekommen habe, auch. Das ist schon mal sehr wichtig. Und noch mal auf Sie kurz einzugehen, also wir sind auch für eine sehr behutsame rechtliche Regelung. Wir wollen eigentlich nur das Geschäftsmäßige verbieten, sodass also dann Leute, die das regelmäßig machen, die das quasi zum Berufszweig machen, dass man denen also das Handwerk legen kann. Und das finde ich auch richtig. Also wir müssen schon gucken, dass wir eigentlich eine Kultur des Lebens haben. Das ist ja das, was der Kardinal auch meinte. Genau wie wir eine Kultur des Sterbens auch brauchen. In früheren Jahren gehörte das Sterben ja viel mehr zum integralen Bestandteil der Familie. Heute ist es ja oftmals so, dass die Menschen nicht am Ort ihres Lebens sterben, sondern in Krankenhäusern oder in speziellen Einrichtungen und dass sie oftmals alleine sind. Und das macht natürlich den Menschen viel Angst. Viele Menschen haben auch keine, jetzt im guten Sinne, Sterbebegleiter mehr. Wir sagen immer, die Menschen sollen an der Hand eines Menschen sterben. Unser Ziel ist es, dass immer einer da ist. Und wir Kirchen haben ja noch ein flächendeckendes seelsorgerliches Angebot. Pfarrer, Gemeinderefereien, auch Schwestern, evangelisch, katholisch. Es gibt auch welche, die das ehrenamtlich machen, die das gar nicht als Beruf machen. Es gibt auch viele, die nicht Christen sind, die sich in dem Bereich engagieren, um Sterbenden zur Seite zu stehen. Und ich glaube, wenn die aktuelle Debatte eins bringt, dass wir den Sterbenden in die Mitte auch unserer Gesellschaft reinholen, dass der Sterbende seinen Platz in der Gesellschaft hat und dass der Sterbende nicht alleine ist, dann, glaube ich, hat die ganze Debatte, egal für was wir jetzt plädieren, eine ganze Menge gebracht, weil wir tatsächlich dann eine neue Kultur bekommen. Es ist im Endeffekt eine Frage auch unserer Kultur des Lebens. Ja. Denn wie wir mit Menschen umgehen, die in der schwächsten Phase sind, und in der Sterbephase sind wir in der schwächsten Phase unseres Lebens, daran lässt sich auch eine Gesellschaft messen. Mhm. Und da muss der Sterbende alle Hilfe bekommen, die man sich nur vorstellen kann. Mhm. Ich würde gerne anknüpfen an das, was Sie sagen, weil Sie gesagt haben, das Sterben ist jetzt aus der Familie raus, ist ein Stück weit öffentlich geworden. Dabei helfen uns natürlich auch die neuen Medien, die wir alle ja mehr oder weniger stark nutzen. Es gibt jetzt in den USA aktuell einen Fall einer relativ jungen Frau, Brittany Maynard, die an einem nicht heilbaren Gehirntumor erkrankt ist und die jetzt für den 1. November ihren Tod im Internet angekündigt hat. Sie ist extra nach Oregon gezogen, wo die entsprechenden juristischen Befindlichkeiten so sind, dass sie das, was sie tun möchte, tun möchte. Aber ist das nicht etwas, was uns bedrücken muss? Auch Sie als Rechtsphilosophen, Professor Hildenhardt? Ja, ich störe mich vor allem an dieser gesteigerten Öffentlichkeit. Also dieses Sensationalistische, das hat schon einen etwas merkwürdigen Beigeschmack. Aber es geht einfach darum, dieses Recht zu verteidigen und eventuell zu erweitern. Viele Betroffene sind eben gerade in der Erfahrung ihrer Krankheit plötzlich sehr entschlossen, auch anderen die Möglichkeit zu geben, friedlich und in Würde zu sterben. Ich habe das auch mehrfach miterlebt. Wenn man selber betroffen ist, neigt man dann dazu, dieses Recht durchaus auch radikal zu verteidigen zu wollen. So interpretiere ich den Fall in den USA. Ja. Generell finde ich es nicht unbedingt angemessen, dass man den eigenen Tod so ins Fernsehen bringt, in die Massenmedien. Das hat etwas Unschönes und Unangemessenes, hat was auch mit Würde zu tun, in Frieden und in Ruhe sterben zu können. Aber
offenbar leben wir in Zeiten, in denen ein gewisser Aktivismus sein muss, um dieses Recht zu etablieren. Sie gelten ja schon, entschuldigen Sie, wenn ich da, man gilt ja schon als eine obskure Person, so, wenn man nicht Twitter oder diese ganzen Müll im Internet bedient, da fragt man mich, hast du denn keinen Internetauftritt, hast du nicht einen Twitter oder sonst irgendwas? Halleluja, ich bin froh, dass ich das nicht habe, weil was soll ich mit denen teilen, wann ich zur Toilette gehe, etc. pp. Also der Schwachsinn dieser Medienhype ist, da gebe ich Ihnen völlig recht, so furchtbar geworden. Natürlich auf der anderen Seite, viele Jugendliche machen das und schauen sich das an und werden natürlich, vielleicht hat das die Dame deshalb auch gemacht, um zu sagen, so ist die Situation und so habe ich mich entschieden und das ist meine freie Entscheidung. Und darum geht es ja letztendlich in dieser Diskussion. Das ist eine Entscheidung, eine ganz persönliche Entscheidung eines jeden Menschen ist, wie er sein Ende gestalten möchte. Für mich ist es ein bisschen auch ein Notruf. Ja, ich würde gerne, Frau Kurzke, weil wenn wir bei freier Entscheidung sind, weil Sie gesagt haben, das ist das, was viele Betroffene auch so bewegt, darüber nach draußen zu treten. Meine Erfahrung ist, dass es viele Betroffene bewegt, die diese Angst, die sie treibt, was kommt auf mich zu? Und dass, wenn Sie in Kontakt jetzt mit Hospiz, Palliativeinrichtungen kommen und merken, Sie sind da in guter, fürsorglicher Obhut, dass da professionell, palliativmedizinisch mit den Schmerzen umgegangen wird, dass sie gelindert werden, dass sie sich in dem Sinne nicht alleine fühlen, dass dann wirklich eine überraschende Wendung kommt und dass Menschen uns rückmelden, ich hätte es selbst nicht gedacht, aber ich möchte leben. Also unter diesen Bedingungen. Und ich habe jetzt daher einfach wirklich nochmal das Bedürfnis zu sagen, dass wenn ich höre, dass jemand sagt, ich möchte nicht mehr leben, heißt das übersetzt, ich möchte so nicht mehr leben. Es geht um die Lebensumstände. Also die wenigsten wollen wirklich unbedingt tot sein, sondern sie wollen die Lebensumstände, vor denen sie Angst haben, dass die auf sie noch zukommen werden, die wollen sie vermeiden, vor denen wollen sie fliehen. Es ist ein Hilferuf. Und die Frage ist, was wir als Gesellschaft sozusagen mit diesem Hilferuf machen. Und bildlich gesprochen, wenn jemand am Abgrund steht und sagt, Hilfe, der einzige Weg, mich aus dieser schrecklichen Lebenssituation befreien, ist, darunter zu springen oder mein Leben zu beenden, wie auch immer, weil ich keine Alternativen sehe, dann ist es vielleicht ein Armutszeugnis, wenn man weiß, was palliativmedizinisch, palliativpflegerisch und hospizlich alles möglich ist. Und wenn man dann erlebt, wie Menschen in die hospizliche Betreuung kommen und sagen, ich wollte eigentlich in die Schweiz und jetzt bin ich so froh, dass ich bei euch bin, weil ich merke, mein Leben ist doch gar nicht so belastet und voll Angst, wie ich dachte, wie es zu Ende gehen muss. Und ich möchte leben. Und mir hat mal eine Opernsängerin gesagt, wissen Sie, hätte mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, so nicht. Und jetzt fühle ich mich aber nicht alleine und ich möchte leben bis zuletzt. Ja. Und das ist ein wahnsinniger Lebenswille, den wir wahrnehmen. So bei Menschen, wo die Lebensumstände so sind, dass es in Würde möglich ist, das Abschied nehmen. Wir kommen gleich noch mal zu Ihnen zurück, weil wir die Ängste noch mal besprechen müssen. Aber Sie wollten ganz kurz darauf direkt reagieren. Es gibt eigentlich gar keinen Dissens. Also ich bin absolut dafür, Palliativmedizin auszubauen und auch viel bekannter zu machen. Viele Leute kennen ja diese Möglichkeiten nicht. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt wieder das Problem, ist es wohl so, dass bei einer ordnungsgemäßen palliativmedizinischen Behandlung durchaus der Fall eintreten kann, dass der Arzt, die Ärztin, den Todeszeitpunkt vorverlegt. Durch eine starke Betäubung. Dann sehen wir schon bei der indirekten Sterbehilfe. Ist erlaubt. War lange Zeit ganz umstritten. Ist erst seit 20 Jahren sozusagen zulässig, nachdem es sehr viel Kritik dran gegeben hat. Das Recht musste man erkämpfen. Jetzt haben wir es. Und ich würde auch vermuten, dass in Ihrer Praxis sehr viele Fälle von Beihilfe zum Suizid vorkommen. Also zum Beispiel ein Morphinregler. Davon ich will nochmal
aber vielleicht ein Beispiel. Gar nicht, Sie sollten vielleicht gleich ein bisschen... Wenn ich mal so einen Fall schildern darf. Ja. Vielleicht in aller Kürze, damit Sie auch Gelegenheit hat, Palliativmedizin in Deutschland etwas bekannter zu machen. Morphinregler. Jemand da hat die Möglichkeit, sich selber Morphin zu geben. Ich habe ein Rädchen. Und der Arzt lässt das zu. Ja, ich habe selber mit Ärzten viel zu tun, das wird zugelassen. Es kann passieren, dass sich der Patient hier wissentlich mehr gibt, als für ihn gut ist. Der stirbt früher. Wenn der Arzt diese Möglichkeit erkennt und sagt, ich kann da nichts tun, er soll das tun, ist das schon juristisch gesehen Beihilfe zum Suizid? Soll das strafbar sein? Naja, das kann nicht sein. Ist ja nicht strafbar. Von daher ist auch die mögliche Beihilfe nicht strafbar. Er ist noch nicht strafbar. Er soll ja jetzt nach dem Borasio-Entwurf strafbar werden. Also nach dem Borasio-Entwurf wäre das. Ich hoffe nicht, dass der kommt. Ich hoffe nicht, dass der kommt. Nach dem Borasio wäre das strafbar. Das kann hier nicht sein. Das war jetzt ein längerer Fall. Ich würde gerne noch mal zu Frau Kurzke zurück, damit sie einfach auch jetzt die Option hier nutzen kann, ein bisschen stärker zu erklären. Sie haben eingangs gesagt, wie viele Arten von Ängsten es gibt. Genau. Und Sie haben gesagt, dass natürlich auch Hoffnung mit reinspielt, aber auch die Frage von Wünschen. Ist dann sozusagen Ihr Ansatz, Wünsche zu erfüllen, um Ängste zu nehmen? Also wie sieht das wirklich im Alltag aus? Vielleicht haben Sie... Ja, im Alltag sieht es aus, dass wir in Familien gerufen werden. Also vom ambulanten Hospizdienst sind wir für die psychosoziale Begleitung zuständig. Also darüber, dass die Leute jemanden haben, auch zum Reden. Was macht das mit mir? Welche Ängste habe ich? Was brauche ich? Auch Organisation, dass Zeiten abgedeckt werden, wenn junge Eltern krank sind, Väter, Mütter, wer kümmert sich, dass die Kinder zum Sport kommen? Also so lebenspraktische Unterstützung, das ist so die Aufgabe eines ambulanten Hospizdienstes. Da arbeiten viele, viele Ehrenamtliche, die wirklich mit der Familie so nachbarschaftliche Hilfen und fast Freundschaften entwickeln sich da, um diese Familie zu stützen und nicht nur den Kranken, sondern die direkten Angehörigen. Und wir arbeiten eng zusammen mit Palliativärzten, die ambulant nach Hause kommen, wo die Patienten die Handynummer haben, anrufen können. Die sind richtig eingestellt mit Schmerzmitteln, haben zusätzlich noch Bedarfsmedikamente für Schmerzspitzen und Begleitmedikamente, damit die Schmerzmittel die Nebenwirkungen sozusagen nicht ausleben können, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen, und mit Pflegediensten. Und zusammen, je nachdem, wenn jemand christlich ist und gerne den Seelsorger haben möchte, dann wird da auch natürlich geguckt, wie da ein Hilfenetz zu Hause entsteht, dass der Kranke und die lebensnächsten Menschen, also Partner, Kinder, merken, wir werden getragen, wir sind nicht alleine. Und das nimmt sehr, sehr viele Ängste. Und oft ist es der erste Besuch schon von der Ärztin oder auch vom ambulanten Hospizdienst, wo sozusagen die Ängste erstmal angehört werden und die Leute sich zum Teil auch erstmal selbst reflektieren, wovor habe ich denn Angst? Es ist ja oft wirklich einfach so ein lähmendes Gefühl. Und sich dann bewusst zu machen, es sind ganz unterschiedliche Ängste. Und für diese Ängste, wenn ich die als Wünsche formuliert, was möchte ich stattdessen? Wenn es da das Angebot gibt und deutlich wird, ach, ich muss keine Luftnot haben. Die und die Krankheit bedeutet nicht, dass ich wie ein Ertrinkender Luftnot habe, dann nimmt es wirklich ganz viel Druck aus den Familien. Ja. Frau Kurzke, Sie haben viel jetzt gesprochen über quasi erfolgreiche Arbeit und erfolgreiches Arbeiten mit Menschen. Was ist, wenn das Prinzip Hoffnung nicht mehr greift, wenn Sie an Ihre Grenzen stoßen, was dann? Also in den 15 Jahren, wo ich jetzt in der Hospizarbeit mich engagiere und Familien begleite, habe ich das noch kein einziges Mal gehabt. Aber ich begleite ja nicht alleine, sondern wir sind ja ein multiprofessionelles Team. Und wenn es zu Hause nicht geht, dann ziehen die Leute in ein stationäres Hospiz, bekommen Unterstützung von der Palliativstation. Meine Wahrnehmung ist, wenn eine Familie nicht an einem Punkt dieses Netzwerk Hospiz und Palliativversorgung andocken kann, weil sie auf dem Land lebt, wo es einfach überhaupt noch nicht in dem Sinne flächendeckend den Ausbau gibt von den entsprechenden Angeboten oder davon einfach noch nichts gehört hat, dass es wirklich katastrophale Umstände sind. Und was Sie schon geschildert haben, das höre ich oft von Angehörigen und
wenn wir rechtzeitig davon erfahren, unterstützen wir, dass es da ein Gespräch gibt im Pflegeheim, mit dem Hausarzt, gegebenenfalls den Hausarzt wechseln. Also man muss ja wissen, diese Unwissenheit ist nicht nur in der Bevölkerung, sie ist auch bei den Hausärzten. Ja. Herr Lesch, wenn Sie das hören, was Frau Kurzke schildert aus Ihrer Arbeit, ist das etwas, was Sie zum Nachdenken und möglicherweise auch dazu bringen kann, also Frau Alland, ich schätze die Arbeit der Hospize sehr. Ich bin mit meinem Buch auf vielen, vielen Lesungen gewesen und habe auch Hospize besucht, weil viele der Patienten dort aus unerfindlichen Gründen, vielleicht weil sie mich vom Fernsehen her kannten, aus meinem Buch noch mal eine Lesung hören wollten. Und ich entsinne mich an sehr viele Situationen, wo Menschen wirklich auf einer Trage, Liege vor mir lagen und aufmerksam noch zuhörten. Von daher, Frau Kurzke, unterstütze ich absolut Ihre Arbeit. Nur, Frau Kurzke, ganz ehrlich gesagt, für Sie selbst keine Option. Ganz ehrlich gesagt, wir kommen hier zu dem Punkt, wo die Schmerzen so werden. Und dann sind wir eben an der Morphinspritze, wo wir aufdrehen müssen. Und ich weiß, wovon ich rede. Wo irgendwann der Schmerz so groß wird. So. Und dann ist dieser Patient auch nicht mehr, wenn man so will, bei sich, sondern er ist in einem autonomen Sinne, ja. Nicht mehr autonom, beziehungsweise er ist einfach nur noch ein, bestimmte entschuldigen Sie das, ein vegetierendes Etwas. Und deshalb bei allem Respekt und Verständnis für das Werben für Ihre Organisation, wenn ein Mensch sagt, dies alles möchte ich mir und auch meiner Familie eben ersparen, sage ich, wir reden ja jetzt nicht hier von einer Bewegung von 1 Million Menschen, die plötzlich jetzt also sich für so einen Weg entscheiden oder sonst was. Aber es soll, bitteschön, so bleiben, dass der Mensch die Möglichkeit hat, seinen Tod, sein Ende selbst zu bestimmen. Und das heißt auch, dass er dann eben sagt, bevor dieser Zustand kommt, dass er sagt, nein, dann doch lieber einen Becher trinken und friedlich einschlafen und in Würde und ohne ein vegetierendes Etwas zu sein. Danke, Herr Lesch. Den Begriff vegetierendes Etwas, das finde ich etwas, den Begriff störe ich mich. Wenn Sie mir nachsehen, weil ich finde, jeder Mensch in jeder Phase ist kein vegetierendes Etwas, sondern möglicherweise ein Schmerzmensch, der schwere Schmerzen hat, der hat seine Würde und alles. Also, ich bemühe mich um die Worte, aber wissen Sie, de facto ist es leider so. Es kommt der Punkt, gut, wo Sie außer... Richtig, ich will das ja gar nicht in Abrede stellen, dass ein Mensch in so eine Situation reinkommt, wo aufgrund seiner Schmerzsituation am Lebensende ist. Es war nicht despektierlich gemeint. Nee, also ich kann das auch verstehen, was Sie sagen. Ich denke mal, unsere jetzige Rechtsordnung hat da im Grunde genommen auch den Rahmen, den Menschen in der Situation dann auch brauchen. Ich denke mal, das sind ja ganz kleine, wenige Ausnahmefälle, wo das dann wirklich so der Fall ist. Und wir sollten, wenn wir jetzt auch vor der Frage stehen, ob wir gesetzlich was ändern sollten, von der Ausnahme her nicht eine Rechtsordnung definieren, die für die gesamte Republik dann gilt. Und deshalb treten wir als Kirche auch dafür ein, sehr behutsam an gesetzliche Änderungen heranzugehen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, wir sind eigentlich nur damit unterwegs, diesen Organisationen, die damit befasst sind, sage ich mal, das Handwerk zu legen, weil wir denen ehrlich gesagt nicht vertrauen. Wir wollen aber auch nicht, dass Ärzte jetzt auf einmal Straftäter werden. Und wir wollen aber auch nicht, dass Ärzte gegen den Hippokratischen Eid verstoßen. Und da sind wir ja bei dem Thema, es wird Ärzte geben, die werden das ablehnen, und es wird Ärzte geben, die das mit ihrem Hippokratischen Eid vereinbaren können und dann eben diese Hilfe geben. Vielleicht kann sie das noch besser, Frau Kurzke, erläutern, was in so einer Situation ist, weil Sie haben ja viel mehr die Erfahrungen als andere. Also natürlich ist es so, dass Menschen am Ende des Lebens auch in einen Zustand kommen, wo sie jetzt nicht mehr klar denken, sondern viel schlafen. Also das ist auch so im Sterbeprozess. Mit Morphin natürlich dann auch, wenn die Schmerzen so groß sind, dass ich zur Linderung der Schmerzen das Morphin höher drehen muss. Natürlich, es gibt ja auch die palliative Sedierung für die Menschen, die sozusagen so eine schwierige Situation haben, dass sie wirklich
ganz unter Narkose schlafen. Das gehört zum Leben dazu, dass man am Ende des Lebens vielleicht kognitiv nicht mehr so klar ist. Wenn Sie das so verstehen, aber es gibt Menschen, die sagen, nein, das ja. verstehe ich darunter eben nicht. Und das ist eben die Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. In der aktuellen Situation in Deutschland habe ich aber das Gefühl, wenn man so die Umfragen anhört, dass viele aus der Angst, was kommen wird, auch auf Angst vor den Schmerzen, was wir alles dargestellt haben, sozusagen denken, es müsste jetzt eine Regelung geben, dass es jetzt nochmal wirklich in dem Sinne assistierter Suizid oder auch mal, wenn man so die Umfragen liest, auch aktive Sterbehilfe in Deutschland eingeführt wird. Und meine Vermutung ist, es ist die große Unsicherheit, dass die Leute nicht wissen, dass es die passive Sterbehilfe gibt, dass die erlaubt ist, dass niemand gegen sein Leben, gegen seinen Willen am Leben gehalten werden darf, dass es die indirekte Sterbehilfe gibt. Also das Ziel ist, Leiden zu lindern. Und da darf das Morphin dann hochgedreht werden, mit dem Ziel, sozusagen Leiden zu lindern und nicht zu töten. Und dass ich denke, wenn es wirklich mal in dem Sinne noch mal eine ganz große Aufklärung gibt in der Bevölkerung, eine Information, dass die Leute wissen, was alles schon möglich ist, dass es dann in dem Sinne noch weniger werden werden. Ja. Und die Frage ist, ein gut ausgebildeter Arzt wird nie so behandeln, dass er eine strafbare Handlung begehen muss, weil er nämlich medizinisch das angezeigte tun, handeln wird. Ich bin auch dagegen, dass das ins Strafrecht kommt, weil das ja wirklich in dem Sinne auch Unsicherheiten macht. Das ist schon mal eine gute Aussage. Genau, das sagt der Deutsche Hospiz- und Palliativverband auch und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Ja. Es geht nicht um Strafrecht. Aber es ist ganz wichtig, dass wirklich ganz viel Öffentlichkeit gemacht wird, Öffentlichkeitsarbeit, dass die Leute informiert sind, was alles möglich ist. Und wenn dann Einzelne bleiben, also ich habe ja nur von mir gesprochen, andere Kollegen, die sagen, in 15 Jahren hatten sie einmal einen Menschen, der das gesagt hat, dann denke ich auch, wir müssen halt gucken, bedeutet das für diese wenigen Menschen, die es sicherlich trotzdem geben wird, ein Gesetz sozusagen zu machen, wo das in dem Sinne geregelt ist, in dem Sinne als Einladung zu verstehen, dass wir es als Gesellschaft wollen, wenn wir die Niederlande sehen oder Belgien. Mhm. Weil da sehe ich halt die Gefahr, wenn die Idee ist, Leiden zu lindern, indem der Leidende ermutigt wird oder bestätigt wird, der Tod ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, dann ist es in dem Sinne auch, hat es Auswirkungen auf andere Menschen, weil andere Kranke, die das Gefühl haben, ich bin eine Last, vielleicht von der Gesellschaft das als Aufforderung verstehen könnten. Darf ich noch weil der Begriff sagen? Der Gesellschaft auch so viel und weil wir im Grunde genommen jetzt auch in so eine kleine Schlussrunde eintreten, ist es, glaube ich, nochmal, wenn wir diese Punkte Angst und das Verständnis vom Tod, wenn wir sagen, das Sterben gehört zum Leben dazu, wenn wir uns die Prämisse vom Anfang nochmal nehmen, dann finden wir vielleicht doch eine Art kleinen Konsens hier in dieser Runde. Wie wäre der aus Ihrer Sicht? Und dann gehen wir kurz die Reihe rum. Also Konsens scheint ja dahingehend zu bestehen, dass wir keine Verschärfung des Strafrechts brauchen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir brauchen eigentlich gar keine Veränderung der Rechtslage. Ja, die jetzige Palliativmedizin muss ausgebaut werden. Das ist nur möglich, wenn die Rechtslage weitestgehend unverändert braucht. Sobald man da an den Schrauben dreht, wird vieles von dem, was sie tun, und das ist ganz wichtig, was sie tun, das muss ausgebaut werden, das wird verunmöglicht, weil hier Strafbarkeitsrisiken entstehen. Also ich spreche von den ärztlich assistierten Suiziden. Ja, die sind legal und die sollen auch legal bleiben. Aber das organisierte Gewerbliche, da bin ich auch dagegen. Entschuldigung. Geben. Ja. Und man sollte auch festhalten, es gibt das Grundrecht auf Bestimmung über das eigene Lebensende. Ja. Das ist auch ganz klar. Das heißt, man darf entscheiden, aus dem Leben zu scheiden. Und man darf sich auch dabei helfen lassen. Wenn man die Assistenz beim Suizid legal lässt, heißt das auch, dass der Arzt das Recht hat, die Medikamentendosis zum Beispiel dem Patienten an den Nachttisch zu legen und anzudeuten, wenn sie da alles auf einmal nehmen, dann sterben sie. Ja, das ist legal und das sollte meines Erachtens auch legal bleiben. Wenn man das strafrechtlich unterbinden will, wird die Palliativmedizin unmöglich. Okay.
Herr Jüssen, vielleicht. Also ich bin froh, dass wir in dieser Runde zunächst mal uns wirklich nur um die Menschen gekümmert haben, die in diesen schwierigen, extremen Situationen sind, von denen Sie da auch gesprochen haben. Dass wir nicht irgendwelche Erleichterungen schaffen wollen, dass also Organisationen oder wer auch immer schwer depressiven Menschen helfen, in den Tod zu gehen. Dass wir im Grunde genommen Tür und Tor öffnen, um hier nicht mehr eine lebensfreundliche Gesellschaft zu haben, sondern eine Gesellschaft, die im Grunde genommen genau dagegen ist. Da bin ich also wirklich froh, für dass wir diesen Tonfall hier in der Sendung heute hatten. Und ich würde gerne mal anknüpfen an eine Frage von Ihnen, dass wir wirklich eine Kultur des Sterbens, auch des Sterbenlassens in unserem Land haben und dass wir Menschen finden und dafür auch begeistern können, noch mehr Sterbende zu begleiten und dass der Gesetzgeber sich aufrafft, in der Tat auch Geld in die Hand zu nehmen, um diese Angebote, wie Sie sie haben, stärker zu unterstützen. Die sollen ruhig in ganz vielen Trägern sein. Die müssen gar nicht alle in kirchlicher Trägerschaft sein, weil die Menschen sollen sich ihr Angebot dann suchen, was sie haben wollen. Ja. Aber das muss da sein. Das ist vielleicht wirklich ein Konsenspunkt, hinter dem wir uns alle versammeln können, dass wir das Sterben auf diese Art und Weise definieren, dass wir alle irgendwie in Respekt und Würde vor den anderen dieses machen, auch Sie dann damit. Wir sind über die Zeit. Genau. Ich stimme Herrn Professor zu. Wunderbar. Das war mein Schlusswort. Ja. Ich danke meiner Runde herzlich für diese Offenheit, was Ihre persönlichen Erfahrungen angeht und für Ihre Expertise. Auch Sie haben ja 2 Jahre als Seelsorger gearbeitet bei Köln. Und ich bedanke mich bei Ihnen, sehr verehrtes Publikum, dass Sie sich dieser Debatte mit uns gestellt haben. Wir wussten, dass das nicht einfach werden würde. Aber wenn es einfach wäre, könnte es auch jeder tun. Und wir bei Phoenix nehmen uns auch gerne diese etwas komplizierteren Themen vor. Auch morgen wieder am Donnerstag sprechen wir über einen Killer, der uns alle ratlos und ängstlich macht, nämlich über Ebola. Angst vor Ansteckung. Ebola breitet sich aus. Ich empfehle Sie dann meinem Kollegen Alexander Kehler und bedanke mich herzlich für den heutigen Abend. Gute Information bei Phoenix. Dankeschön.